Moin, moin, liebe Leute, es geht wieder los mit Lufia. Ja, wir sind stehen geblieben hier in diesem Schloss. Das ist total toll. Super. Ja, hier waren wir stehen geblieben, haben hier den Feuerrubin zurückgebracht und sind darüber total happy und jeder andere auch und so weiter, außer die da unten, die irgendwie gar kein Feuerrubin haben will und hin und her und sowieso. Wo ist sie hin? Ah! Big, kann ich dir für eure guten Taten danken. Ich verspreche den Frieden für alle Zeit zu wahren. Das hatten wir ja alles schon. Gut, was ich jetzt nicht weiß, ist, wo ich jetzt eigentlich hin muss. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal blindlings irgendwo hin. Ich bin so froh, dass alles glatt gelaufen ist. Glatt gelaufen ist... Achso, oh ja, okay. So, die Diebe sind... Hallo? Die Diebe sind... Diebe sind immer noch nicht hier. Ich könnte jetzt mit dem Schiff irgendwo hinfahren, aber ich glaube, das macht wenig Sinn, weil ich ja gar nicht weiß, wohin ich damit fahren soll. Ich gehe jetzt einfach mal runter nach Aurolia. Nein. Auralio. Aurolia. Ich weiß den Namen nicht mehr. Scheiße. Kaputt. Na komm, kaputt. Kaputt. Und ja, ich könnte jetzt eigentlich über diesen Staudamm drüber, oder? Das. Moment. Da muss ich jetzt gucken. Ich darf ja nur drüber, wenn der Prinz da ist. Ist der da? Ja, er ist wieder da. Sehr gut. Prinz Leon hat mir von euren Taten erzählt. Ich weiß nicht, wie ich euch danken soll. Wir werden das Tor kostenlos für euch öffnen. Das ist nett. Ach, ihr seid es. Na, wie geht es euch denn so? Wir halten euch das Wassertor auf. Das klingt sehr seltsam. Gut, dann können wir jetzt über diese... über diesen Staudamm, Wassertor, was auch immer das ist. Ach komm, die Quatsch. Hier brauchen wir nicht jetzt wirklich nochmal zu speichern, das ist ja Unsinn. Das sah eben aber offener aus. Was ist das denn? Ach so! Ach, jetzt glaube ich, das ist keine Brücke, wo drüber man gehen kann, sondern das ist... Ach so! Moment mal, da hinten ist doch offen, oder nicht? Also jetzt ganz links. Bildschirmrand. Oder ist da ein... Ach so, der kleine Stein soll wohl bedeuten, dass da ein ganz fieses Geröll im Wasser rumliegt und man da nicht durch kann. Okay. Gut, also wir haben jetzt quasi das Tor, das Wassertor, so rum war das. Egal. Ich dachte, das wäre ein Tor auf dem Wasser, auf der Brücke. Naja. Gut, dann können wir ja doch mit dem Schiff los. Und sollte das vermutlich auch jetzt tun, denn sonst geht das Spiel ja nicht weiter. Und tschüss. Oh. Na. Na? Ah. Schnell zum Boot. Ah, diese Zufallskämpfe. Das ist immer wieder ein Segen. Mm-mm. Du Arschloch. Sauerei. Och, jetzt kommt schon. Gesundheit. Es ist irgendwie... Ich weiß nicht, was es ist. Mir macht Lufia ja Spaß. Ich bin ja froh drum, dass ich... Oh, jetzt ist er auch noch geflüchtet. Ich bin ja froh darum, dass ich endlich wieder spiele. Und auch, dass es jetzt weitergeht mit dem LP und so weiter und so fort. Aber im Prinzip ist Lufia eine Gattung Spiel, die ich mir fast nicht mehr antun kann. Also, JRPGs mag ich zwar immer noch. Das ist immer noch eine meiner liebsten Spielegenres. Aber diese Random Encounter sind so dermaßen, sind mir so dermaßen über mittlerweile, dass ich so die meisten JRPGs, die ich eigentlich früher geliebt habe und so gerne wieder spielen würde, dass ich die einfach nicht mehr anfassen kann. Das sind einfach Sachen, die gehen mir mittlerweile so auf den Keks, dass es mir keinen Spaß mehr macht, diese Spiele, die eigentlich total geil sind, zu spielen. Aber Lufia? Ich weiß nicht warum, aber bei Lufia funktioniert es immer noch. Sehen, yeah. Das ist eins der wenigen Spiele, die ich wirklich immer noch spielen kann, ohne jetzt völlig in Verzweiflung auszubrechen. Blitzfisch, oh je, oh je.
warte mal. Hatten wir bis jetzt einen random Encounter auf dem Schiff? Ich kann mich nicht erinnern. Ist jetzt halt auch alles schon wieder ein bisschen her. Oh, Confusio, nein. Nein. Fisch, bitte stirb schnell. Ah ja, und ich muss mir was in Erinnerung rufen, dass mir der liebe Luna Merlin nämlich geschrieben hat, unter, ich glaube das letzte oder das vorletzte Video, dass Helfer Leute wiederbelebt, aber das nirgendwo verzeichnet ist. Das finde ich auch sehr nett. Das muss ich mir unbedingt merken. Ich habe Angst, dass ich es doch wieder vergesse. Ich kenne mich doch. So, jetzt sind wir hier durch dieses Wassertor durch und wo wollen wir denn jetzt anankern? Also ich glaube, in die Richtung fahre ich jetzt erstmal nicht. Ich fahre erstmal hier runter. Das ist natürlich falsch. Was zur Hölle? Kampfbarsch! Also, liebe Japaner, ich weiß ja nicht, wie ihr euch einen Barsch vorstellt, aber das hat ziemlich gar nichts damit zu tun. ups. Egal. So, jetzt die große Frage. Sieht der einfach nur groß und gefährlich aus, oder ist das auch? Nein! Ah! Okay, ich sollte mir hier definitiv was ausdenken. Ja, definitiv. Ja, definitiv. Oh, scheiße. Das könnte jetzt übel werden. Oh, ja. Okay, was mache ich denn jetzt mit denen? Ich mache Blitz auf den Kampfbarsch. Ich glaube, bei dem wirkt das. Oh, nein, 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 nein. Glutball probiere ich jetzt einfach mal auf die Blitzfische. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Weil sind ja Fische eigentlich... Ah, super. Ach so, ein Unsinn. Jetzt sind zwar Fische, aber es ist halt Blitz. Ich weiß nicht genau, was da dagegen jetzt wirken soll. Naja, egal. Das war gerade kompletter Denkfehler. Brain Freeze nennt man sowas, glaube ich. Ja, komm, haut einfach drauf. Das wird schon klappen. Ja. Na, sicher doch. Was, der lebt immer noch? So, jetzt aber. Letztes Level Up. Sehr schön. Trotzdem bin ich froh, wenn er weg ist. Oh, es ist natürlich die falsche Ecke. Scheiße. Okay, dann. Ah. Nee, alle auf den Blitzfisch jetzt. Ich habe keinen Bock auf Confusio. Ja, oder so. Ja, so macht das Spaß. Gut. Weiter. Ich will einen Anlegepunkt finden und ich... Ah! Naja, immerhin. Die können kein... Confusio machen. Okay, und weiter. Ich hoffe, dass hier unten jetzt ein Anlegepunkt ist. Nee, doch. Ach, ich kann ja überall anlegen. Ach, ich bin ein Hohl... Ah, wie blöd. Arturia. Königreich Arturia. Schön rot. Aus dem Nordostturm kam ein seltsames, grelles Licht. Ich möchte wissen, was es zu bedeuten mag. Nordostturm. Wahrscheinlich dann über die Brücke da hinten, ne? So, wir sind in einem neuen Schloss. Mal wieder. Ich sah einen goldenen Mann vom Himmel kommen. Er landete auf dem Nordostturm. Wirklich. Oh je. Der Nordostturm? Ja, komm, ich hab's jetzt verstanden. Und die Heirat der Prinzessin. Irgendwie hängt das miteinander zusammen. Inwiefern? Prinzessin Senefers? Oh Gott. Senefer, was sind das für Namen? Senefers Verehrer ist nun hier. Er sieht nicht so sehr glücklich aus. Achso, das ist nochmal eine andere Prinzessin. Es gab schon immer Monster im Nordostturm, aber zurzeit scheinen sie vermehrt aufzutauchen. Senefers Verlobter heißt Erik. Er ist ein reicher Edelmann. Als Edelmann ist man meistens reich, oder? Bald heiratet Prinzessin Senefer. Ich wäre auch gerne eine Braut. Das gäbe ein tolles Fest. Da gehe ich mal lieber schnell weiter.
Ich muss etwas Besonderes für Erik kochen. Die Reichen essen nicht wie die Armen. Ne, die haben Messer und Gabel. So, hier finden wir gute Waffen. Ja, das wollen wir jetzt mal sehen. Waren. Erstmal gucken, was haben wir denn? Wow, hier kriegt man ja gar nichts. Hier kriegt man ja überhaupt nichts. Was bringt das? Erhöht starke... Wow! Ja, aber immerhin ein paar Waffen. Und die sind sogar wirklich ein gutes Stück besser. Nein, 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 nicht noch eine Reiterpeitsche. Speer für den guten Guy. Nee, Quatsch! Doch, stimmt ja alles. Und Silberding für den guten Maxim. So Rüstung. Ne. Na komm, den Hut gebe ich ihm. Aber mehr will ich nicht. Das verschlechtert mir zu sehr die Werte. Ins Inn. Ach ja, komm, wir gehen ins Inn. Wir haben ja ein bisschen Energie verloren. Heilung tut immer gut. 40 Goldmünzen, ja. Mein Trinken. So. Ah, Durst gelöscht. Gehen wir zuerst runter oder hoch? Wir gehen zuerst runter. So. Ah, die Kirche, okay. Na komm, dann speichern wir einfach mal hier. So. Schadet ja nichts. Ah, Magie-Shop. Mal schauen, was wir haben. Champion füllt sehr viele KP auf. Definitiv eine Überlegung wert. Phoenix müsste hinterlässt nur ein Häufchen Asche. Oh, der nächste Feuerzauber. Sehr schön. Frostfee. Ja. Okay, hier kommen wir jetzt wirklich zu den richtig guten Zaubern. Also für meine Verhältnisse auf jeden Fall. Das bringe ich natürlich jetzt einfach mal jedem bei. Außer Lexis. Ich bin gerade echt am Überlegen. Wie lange hat man Lexis? Ich weiß es nicht. Wenn man Lexis jetzt nur noch eine bestimmte Zeit hat, dann brauche ich dem jetzt keinen Zauber zu kaufen. Ach, scheiß doch drauf. Ich habe ein bisschen Geld, das wird mir vielleicht nachher das Genick brechen, aber mein Gott. Geben wir halt mal ordentlich Geld aus. Die Zauber sind, glaube ich, die sind's wert. Und so wie sich das alles anhört, soll der Nordostturm ja echt ein böses Pflaster sein. Von daher macht's ja Sinn. Unser Schloss ist nicht besonders reich, deshalb wird unsere Prinzessin den reichen Erik heiraten. Ah, sowas wieder. Kennen wir ja. So viele Treppen hier. Unsere Prinzessin hat für ihre Heirat die Bedingung gestellt. Es hat etwas mit dem Nordostturm zu tun. Ach so. Alter, wie viele Treppen gibt's denn hier? Ich weiß nicht, ob hier alles mit den rechten Dingen zugeht. Ja, das weiß ich auch nicht. Wer baut denn so viele Treppen? Seth ist ein Soldat, der in diesem Schloss lebt. Seth ist ein Leibwächter der Prinzessin. Ah, okay. Er hat sich in sie verliebt. Oh, das, oh je. Ich habe eine gute Idee. Ja, ich habe eine gute Idee. Danke. Ich dachte, alles wäre klar und jetzt soll ich diesen verflixten Juwel besorgen. Ohne mich. Ich bin kein Krieger. Was denkt sich Senefer überhaupt dabei? Ja, sie denkt sich, dass das Spiel gerade hängt. Aha. Okay, und ich nehme schwer an, dass dieser Juwel im Nordostturm liegt. Kann das sein? Ihr seid nicht von hier, oder? Ihr seht aus wie richtige Krieger. Du scheinst gute Augen zu haben. Nicht nur das, ich bin auch ein guter Krieger. Mein Name ist Seth. Ich bin Guy. Das hier sind Maxim, Lexis... Maxim, Selan und Lexis. Ihr seid doch diejenigen, die Gardas bekämpft haben. Toll, euch kennenzulernen. Sogar hier redet man von uns. Jeder, der etwas von Kämpfen versteht, hat von euren Taten gehört. Wisst ihr, etwas über den Typen, der auf dem Nordostturm gelandet ist? Auf dem Nordostturm ist jemand gelandet? Ja, seit seinem Erscheinen tauchen Monster in Horden auf. Maxim, das könnte... Ja, das könnte einer von den Höllenfürsten sein, ihr Scheiße. Höllenfürsten? Es gibt noch drei weitere Höllenfürsten, die genauso stark wie Gardas sind. Was? Wenn das wirklich stimmt, dann... Ja, das würde bedeuten, dass dieses Reich sich in großer Gefahr befindet. Okay, ich werde mir Nordosten später vornehmen. Die Wesen in den Turmen sind sehr stark. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie stark. Ich werde sowieso in den Nordosten gehen. Ich habe dort etwas zu erledigen. Was meinst du?
Ich soll den Juwel aus dem Turm holen. Und du hast dem zugestimmt? Damit unsere Prinzessin wieder glücklich wird. Ich muss jetzt gehen. Bis später, Jungs. Na, ich glaube doch, dass der das Zeitliche segnen wird.